Liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? Ist ein 8-Bit-Plattformer. Ich hoffe, er ist ein bisschen wie Agelos. Wir spielen natürlich auf regulär. Sah schon ganz cool aus. Ist halt, wie gesagt, so ein 8-Bit. Und die Story erstmal. Ich bin Ryosuke. Das sind wir ein Highschool-Schüler. Mein Vater war ein berühmter Baseballspieler. Das ist meine beste Freundin Saki. Nach der Schule fahren wir immer zusammen Rad. Ich habe noch 7 weitere Freunde, mit denen ich immer abhänge. Wir alle lieben Sport. Woohoo! Tagsüber gehen wir zur Schule, haben Spaß und treiben Sport. Aber nachts? Mit unseren sportlichen Fähigkeiten schreiten wir zur Tat, stoppen Übeltäter und kämpfen gegen alles Böse. Aber an einem Abend ist etwas passiert. Etwas, das alles verändert hat. Oh, im Stil gefällt mir das schon so gut. Das ist locker auch irgendwo in Japan oder sowas. Ich bin gespannt, ob man das im Spiel selber auch noch sieht. Hey, wer bist du? Diese Dimension hat sich seit meinem letzten Besuch ziemlich verändert. Es scheint, dass es den Einwohnern jetzt gefällt, knallige Outfits zu tragen. Warte mal, was meinst du mit dieser Dimension? Besonders schlau sind die nicht, oder? Sie sind vielleicht sogar ein bisschen blöde. Aber in ihren jeweiligen Sportarten übertreffen sie sich. Bei dem Turnier der Dunkelheit werden sie sich gut machen. Bin jetzt ein bisschen blöde. Komm her, ich zeig dir, wie blöd ich bin. Man braucht kein Genie sein, um zu merken, dass ihr zwei in der Unterzahl seid. Keine Sorge, ihr seid offiziell bei dem Turnier der Dunkelheit dabei. Wir alle werden viel Spaß haben. Zumindest ich, da bin ich mir sicher. Okay, du Spinner, ich hab genug gehört. Rot angezogenes Kind, du darfst gehen. Der Rest von euch kommt mit mir. Auf geht's. Okay, Bad Boy, jetzt oder nie. Ich wähle jetzt. Und ab ins Portal. Oh, wow. Ich dachte, das ist so eine Gulasch-Story, aber das ist ja eine richtige, krasse Story, die wir hier abbekommen. Du, Eindringling! Was? Eindringling! Oh, es muss einer dieser Vögel sein, die nachplappern, was andere sagen. Stirb! Bäm, weggeschlagen. Man greift doch niemanden an, der einen Baseballschläger an der Hand hat. Geht es dir gut, Kleiner? Mein Name ist übrigens Bad Boy und deiner? Ich glaube, in deiner Sprache wird der Garuuu ausgesprochen. Freut mich, ich kenn's so den Garuuu. Aber ich muss bloß meine Freunde finden. Hey, können wir zusammenbleiben? Ich kenne hier niemand anderen. Okay, Garuuu ist schon unser erster Freund. Level 1 gräserne Ebene, das kenne ich doch irgendwo höher. Das erinnert mich sehr an Sonic. Und ich habe ja gehofft, es ist so ein bisschen wie Agelos. Wer ein bisschen länger auf meinem Kanal ist, der kennt vielleicht Agelos noch. Das war, glaube ich, sogar tatsächlich das letzte 8-Bit. Bam! Jump'n'Run, das ich hier auf diesem Kanal gespielt hatte. Das habe ich sogar durchgespielt. Oh, das sah so aus, als wenn hier... Ah, sag ich doch, als wenn hier irgendwas versteckt wäre. Okay, also es gibt auch Verstecke. Ja, aber man kann ganz normal springen, man kann Gegner haben. Ach du liebe Möwe, du bist ein Naturtalent, danke. Man kann angreifen und sonst kann man, glaube ich, bisher noch nichts machen. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen Metroidvania ist, auch wenn es jetzt gerade nicht wirklich, ja, gerade damit, nicht wirklich so aussieht, als wenn das ein Agelos Klon wäre, also Agelos ist ja eigentlich auch schon ein Klon von einem Metroidvania, sondern eher Mega Man-artig aufgebaut ist. Zeig ihnen, wer der Starspieler ist. Schlag die Baseballbälle, alles klar. Und wieder zurück zum Ansender. Ja, cool, aber da ist doch noch irgendwas versteckt. Ich sehe das doch. Ein ganzer Raum ist hier versteckt. Nice, du. Nehme ich alles mit? Was bist du? Eine Kassette, klar. Kennen die jüngeren Zuschauer hier garantiert nicht mehr. Wisst ihr, was eine Kassette ist, Leute? Das hat man früher gehört, vor den CDs. Und CDs hat man früher gehört, bevor es Spotify gab. Ah, ich bin so alt. Ist das ein Checkpoint? Aber da oben ist auch noch irgendwas. Kann man hier auch raufgehen? Ja. Ich habe eine Möhre oder so gefunden. Nice. Ach, Kassetten. Ich bin tatsächlich so alt, dass es in meiner Kindheit... Wow. Tatsächlich. Stirb! Ah, jetzt kann ich aber da oben nicht mehr hin, ne? Das ist ja blöd. Gibt's einen Wandsprung? Ne. Erscheint er wieder, wenn man da hingeht? Ja, okay, nice. Dann nutzen... Au! Nutzen wir doch einfach mal. Wie viele Leben haben wir dann eigentlich? 3. Achso, unten links. Aua, sieht man da. Oh Gott, ich sterbe. Wie heilt man sich? Ich bin auf jeden Fall schon so alt. Das ist... Was bist du für ein Viech? Okay. Dass es bei der Kindheit noch Kassetten gab. Ich habe da immer ein Königreich für einen Lama tatsächlich... Uah! Tatsächlich drauf gehört. Das war auch ein guter Film. Also ich habe ein Königreich für einen Lama. Das war irgendwie so eine meiner einzigen Kassetten, die ich überhaupt hatte. Habe ich bestimmt... Oh, 2 Jahre am Stück gehört? Also bestimmt 700 Mal in meinem Leben die Kassette von Ein Königreich für ein Lama schon gehört. Ja, ja, ich kann bestimmt jeden einzelnen Satz damit sprechen. Als Kind konnte ich das tatsächlich. Und wieder zurück zum Absender. Okay, das kannst du mir nicht sagen, dass da nichts versteckt ist. Nicht? Okay. Ich hätte schwören können, dass da was versteckt ist. Aber man kann die auch einfach so angreifen. Ja. Easy. Finde ich ein bisschen sad, dass die nichts fallen lassen. Ah, okay. An den Dingern heilt man sich anscheinend auch wieder auf. Das ist gut zu wissen. Aber so
vom Look and Feel fühlt sich das bisher ganz cool an. Ich bin mal gespannt, was das für ein erster Boss sein wird. Bisher auf jeden Fall noch nicht so ganz schwer. Nicht so schwer wie bei Mega Man. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein paar Mega Mans mal gespielt hatte und da wirklich auch schon in den ersten Stages immer mega schnell verkackt habe. Deswegen war Mega Man eigentlich nie so meins. Angelus hingegen fand ich richtig cool, deswegen habe ich es auch durchgespielt. Und die, die es geschaut hatten, fanden das, glaube ich, auch damals ganz cool. Ja, so allgemeine Info zu Bad Boy, das kam jetzt am 25. Mai raus, wenn ich das nicht schon erzählt hatte. Hat jetzt 15 Euro bei Steam gekostet. Also ist noch sehr frisch und kostet nicht allzu viel Geld. Bin mal gespannt, wie lange das geht. So von den Bewertungen her, die ich bisher gesehen hatte bei Steam, die brauchten, glaube ich, so 6 Stunden, um das Spiel durchzuspielen und so 10 Stunden, um auch alle Geheimnisse und Rätsel und sowas, apropos Rätsel, zu finden. Also finde ich okay für 15 Euro. Das ist ungefähr so ein Euro pro Stunde. Kann man, glaube ich, machen. Okay, der schleudert den immer wieder weg. Heißt, ich muss, glaube ich, das ein bisschen anpassen auf den Baseball. Ja, guck mal. Profi, Leute. Ich bin einfach schon der Profi. Ich bin der Bad Boy ohnesgleichen. Halte, während du den Steger in die Richtung... Ja. Ah, sag ich doch. Man kann auch nach oben schleudern. Und auch wieder zurück. Komm, wir spielen eine Runde. Zack. Zack, zack. Schleudert ihr den immer wieder zurück? Egal, wie viele Dinger kommen. So, jetzt kommt... Oh, jetzt kommt hier der Doppel- und Dreifachschlag. Okay, ich glaube, der ist zu stark für mich. Ich gehe lieber weg. So, von hier kriegen wir es wahrscheinlich nicht. Aber von hier vielleicht? Auch nicht. Zack. Ja, Money! Money, Money, Money. Ah, na guck. Wow! Einfach doppelter Schaden. Das ist ja uncool. Oh, locker sterb ich. Oh, schon Boss. Da bist du ja endlich. Ich erkenne dich wieder. Du bist doch ein Handlanger von Lord Vicious. Oh, könnt ihr ihn überhaupt sehen? Also, ihr seht ihn so ein bisschen, ne? Der sieht so ein bisschen... Aber ihr seht seine Klauen nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Das ist so ein Vampir-X-Men-Typ. Phantom der Oper X-Men-Typ, irgendwie so. Ich habe kein Problem mit dir, aber ohne meine Freunde gehe ich nicht weg. Darüber brauchst du dir keine Sorgen machen. Deine Geschichte endet hier. Nein, Arzaros. Okay, erster Bosskampf. Yo, der hat einfach richtig den Knüppel. Der hat einfach einen Totschläger. Moment. Ah! Okay, erste Leben schon mal verloren. Ah, okay, richtig schlecht. Kann ich nicht einfach... Yo, ich bin einfach richtig dumm. Okay, ich habe ihn bisher noch keiner getroffen. Es steht 2-1 für ihn. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ich glaube, wenn ich hier oben einfach bleibe, sollte ich doch eigentlich ganz sicher, oh Gott, sicher sein. Oh, wir sehen aber auch oben rechts tatsächlich seine Leben. Komm, ich treffe ihn nochmal. Mache ich einfach die ganze Zeit so. Okay, 4-mal noch, ohne dass er mich trifft und dann sind wir doch gut dabei. Ich muss... Wow, hab mich weggeschlagen. War ich aber auch richtig schlecht am Anfang. Ah, oh, Strike 1. Ah, wie ist das beim Baseball? Ich kenne die Baseball-Regeln nicht. Also wahrscheinlich hat man nicht unendlich Leben, dass es hier auch so eine Art Game Over gibt. Ich glaube, 3 Strikes waren das, ne? Alle guten Dinge sind immer 3. Von dem her wahrscheinlich auch bei ihm hier. So, komm her. Und nochmal von oben. Und nochmal. Und nochmal. Das war gut. Guck mal, jetzt baller ich ihn einfach richtig weg. Hat er gerade seinen Kopf verloren? Oh, ich stehe wieder davor. Ne, er hat nicht seinen Kopf verloren. Genau wie mein Meister es vorausgesehen hat. Du hast es in dir. Wovon sprichst du? Wo sind meine Freunde? Alles zu seiner Zeit. Bis zu unserem Wiedersehen. Pschu! Und weg ist er. Noch etwas. Während des Kampfes habe ich mich an etwas erinnert. Die Schlägerwurftechnik, die Arzaros verwendet hat. Die heißt Schlägerwirbeln. Und ich kann auch erklären, wie man das macht. Also ich kann jetzt meinen Schläger aufladen, kann ihn jederzeit zurückholen. Warte, kommt er auch automatisch zurück? Okay, der kommt auch automatisch zurück. Witzig, und man kann auf ihn raufspringen. Zeit zu klettern. Okay. Ja, cool. Also es ist tatsächlich so ein bisschen Metroidvania. War ja Mega Man auch. Nur mit anderen. Ja, also eigentlich ist es ein Mega Man-Klon, kann man so sagen, oder? Die Plattform ist etwas höher als die anderen. Dann komme ich hier wahrscheinlich. Ja, komme ich hier wahrscheinlich nicht hoch. Wahrscheinlich will mir der Vogel Garou damit sagen, dass ich in der Luft springen soll, oder? Und das dann einsetzen soll? Okay. Ja, cool. Also auch so ein bisschen rätselartig. Der Hebel da, vielleicht kannst du ihn irgendwie drehen. Ah, lol. Und der hier macht dann wahrscheinlich die Tür unten auf? Ja. Hä, das ist ja mega cool mit den kleinen Rätseln. Schlägerwürfel kann man auch verwenden, um Feinde anzugreifen. Ja, nee, ach was. You don't say. Und man kann den verwenden, um da wieder rüberzukommen. Hui! Hä, das ist mega cool. Okay, gefällt mir richtig gut. Da bin ich mal gespannt, was die anderen Fähigkeiten sind. Jetzt will ich natürlich auch wissen. Okay, es gibt auch eine Overworld. Wir gehen mal erstmal zu Groovys Haus, wer auch immer Groovy ist. Ein Reisender.
sind das Brüste? Nee, das ist ein Kerl, ne? Ich dachte gerade, das sind übergroße Brüste, die er da hat. Aber er hat einfach nur seine Arme verschränkt. Ich würde dir was zu trinken anbieten, aber im Moment ist alles ziemlich leer. Mir fehlen ein paar wichtige Zutaten. Das klingt nach einer Quest. Ja, du siehst aus wie ein mutiger Kämpfer. Kannst du mir helfen? Ich habe Welpen und Kätze verloren. Ja, Welpen und Kätze, da helfe ich doch gerne. Windigen Wald, bla bla bla. Okay, also hier kriegt man Quests. Was labert der denn so viel? Noch eine komische Kassette. Nett, nett. Sind das die Boss? LOL! Das sind doch Sonic und Eggman! Klar sind das Sonic und Eggman! Kannst du mir nicht erzählen. Okay, warte, was? Der linke ist... Keine Ahnung. Erkenne ich nicht, aber der rechte ist Sonic und Eggman. Und Mitte? Irgendeine Prinzessin eventuell? Erkenne ich leider nicht. Ah, das sind bestimmt auch irgendwelche Anspielungen. Sagt mal, Leute, ob ihr links und rechts erkennt, was das sein soll. Also, das hier kann Metal Sonic sein, aber ist es wahrscheinlich nicht. Warum sollte das alles nur Sonic sein? Aber rechts ist ganz klar zu sehen. Hallo, ich habe vorhin drei bildschöne Typen gesehen. Die sahen ehrlich gesagt aus, als kämen sie aus einer anderen Welt. Haha, ich habe sie auf einem Gemälde verewigt. Okay, cool. Mit so Anspielungen auf andere Franchises. Wir können mal ganz kurz in den gefrorenen Gipfel gucken. Aber ich vermute dann fast, dass man pro Level tatsächlich auch eine neue Fähigkeit bekommt, nicht wahr? Zeit, die Verbal-Technik zu üben. Klar, wenn du das meinst. Hä, das sieht doch so cool aus, mit diesen ganzen Samurais hier und so. Aber die Gegner sind leider dieselben. Die haben auch nicht... Oh, muss ich da mitlaufen, damit ich mehr Sachen bekomme? Ja, nice, du! Diese Pixies lieben Cosplay. Achso, das sind gar keine echten Samurais. Deswegen sind die auch so schwach. Dann haben wir noch so ein Teil, das wieder mein Tor aufmacht. Hier, das Cosplay-City. Oh, der ist neu! Und der wirft auch echte Schuriken. Okay, wild. Oh, hätte ich den gebraucht? Ja, ne? Nee, ich hab ja meine Fähigkeit, Leute. Ich bin doch kein Vollidiot. Brauche jetzt gar keine mehr, um irgendwo hochzukommen. Oh, dann kann man bestimmt auch nochmal in die erste Map... Wow. Backtracken, die konnte ich nicht zurückschleudern. Gemein. Wie soll ich dann da unten hinkommen? Excuse me. Kann ja mal gucken, was die genau machen. Aha! Eine Stoßattacke. Klar. Zack, zack. Oh, da oben war bestimmt noch irgendwas versteckt. Ich hätte nachgucken. Oh, sollen. Ja, die Falle hat zugeschnappt. Aber das war sowieso mit Absicht, weil ich wollte... Oh, hier mal nachgucken, ob da irgendwas ist. Aber anscheinend nicht. Dann kann hier noch was sein. Sag ich doch. Guck mal, ich kenne doch meine Spiele und weiß, wo die Sachen versteckt sind. Und das sah hundertprozentig so aus, als wenn da was versteckt wäre. So, Checkpoint. Den habe ich mir eigentlich eben schon verdient. Aber ja, ihr kennt mich. Ich muss natürlich alle Geheimnisse mitnehmen und habe mich deswegen mit Absicht treffen lassen, sodass ich gestorben bin. Aber diese Map hier gefällt mir schon mal sehr viel besser als die erste, so vom Style her. Oh, warte, ist das jetzt ein Autoscroller? Dass das automatisch nach oben geht und wenn ich zu langsam bin, sterbe ich einfach. Yo! Oh, ja, ja. Wird so sein, das ist ja richtig gemein. Weil der eine Typ mich der die ganze Zeit abgeworfen hat. Okay. Nee. Das ist nicht gut. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Wie soll ich denn an dem vorbeikommen, wenn er immer seine Scheiße da wirft? Oder wenn er mich jetzt nochmal trifft, ne? Oder ist der Plan, dass man... nein, oh, ich habe zu lange überlegt, dass man hier einfach hoch... Oh, okay. Ich habe das Spiel ausge... Ah, Tricks! Wenn man unten durchfällt, dann kommt man einfach oben wieder raus. Easy, Leute, easy. Aber ich sterbe jetzt wahrscheinlich trotzdem, weil ich einfach zu langsam bin. So, du bist jetzt mal ganz schnell weg hier, du komischer Typ. So, das haben wir auch mitgenommen. Mann, das ist viel zu schnell, wie er hier... Ach, da kann man gar nicht drauf stehen, wenn da Schnee drauf ist. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja Hardcore. Also, dass sowas gleich in der zweiten Map kommt, hätte ich erwartet. Mach nochmal. 1, 2, 3, los! Okay, geschafft. Hält er sich? Ja, gut. Okay. Alter, okay, das war ja richtig Hardcore. Ist hier noch was versteckt? Also, als Spieleentwickler hätte ich da was versteckt, weil das ein schwieriger Part war. Tja, hoch oder rechts? Wir gucken mal erstmal rechts. Das sieht so aus, als wenn es hier weitergeht. Dann möchte ich doch lieber oben gucken. Oben ist sowieso schwerer, oder? Warte mal. Ja, aber wie... Oh, lol. Ich müsste die Kugeln von ganz links hier rüberholen, damit ich da hochkomme. Okay, das kann dauern. Okay, die Kugel ist es. 1, 2... Nein! Ja, Mann! Okay, das muss sich jetzt aber lohnen. Es ist ein grünes Etwas. Zack, zack. Ich hab doch geschlagen. Ich war doch schon oben und hab geschlagen. Zack, zack. Hä, wieso kriegt er den zweiten nicht? 1, 2... So. Zack. Zack. Diese Ninjas sind echt böse. So, genau. Das macht, dass das Teil hier rüberkommt. Ja, was ist auf jeden Fall... Jetzt kommt der Boss. Auf jeden Fall wie... Nee, kein Boss. Wieder einen Sidescroller. Ich frage mich echt, ob die in jeder Stage einen Boss reintun oder ob sie sich das nicht leisten können. Zack, zack. Oh. Ja, schieß mal da... Nein, ich brauche das Ding doch da oben.
soll ich denn da jetzt rankommen? Oh Mann. Da war ein Schalter, den ich betätigen wollte. Und hier gab es bestimmt auch noch irgendwas. Zu langsam. Zu langsam! Warte, ich okay, dann starte ich halt hier weiter links. Das ist aber ganz nett vom Spiel, dass man da nicht sofort verkackt hat. Okay, wozu? Ah. Sondern dass man dann einfach ein bisschen teleportiert wird. Und du noch nach oben. Ey, aber das sieht doch auch schon wieder so... Ich muss es ausprobieren. Nee, okay. Ich dachte, da unten könnte vielleicht was versteckt sein, weil man das Ding hier halt nach oben schleudert. Aber leider nicht. Da habe ich wieder zu sehr wie ein Gamer gedacht. So, aber da komme ich ja wohl ran, oder? Ja. Und wer bist du? Sieht aus wie ein Freund. Goldener Samen für 300. Achso, wir haben roten Samen... Jetzt raff ich's. Wir haben eben roten Samen gekauft. Und mit den Samen kann man später bestimmt dann... neue Waffen holen oder sich verbessern oder sonst was. Die sind scheinen auf jeden Fall wichtig zu sein. Müssen wir uns merken, dass es hier einen goldenen Samen gäbe. Okay. Ich habe leider nicht genug Geld dafür. Tja. Boss-Time. Okay, die packen tatsächlich in jede Stage am Ende einen Boss hin. Oh, und das sind jetzt all unsere Freunde und so die Bosse hier. Shinagai, endlich habe ich dich gefunden. Was willst du? Taro, ich bin's. Ryosuke. Schnell, wir müssen die anderen finden. Diese Schande lasse ich nicht zu. Mach dich bereit. Für was denn? Okay, Samurai-Action. Klar, dass er dann auch in dieser komischen Japan... Wow, Welt ist! Okay, und ich hab die... Oh, was ist das? Fächer! Ach, lol. Und die kann ich sogar auf ihn draufschlagen. Nice, du. Ja, mach euch deine Attacke. Zack. Ich habe leider diesmal keine Empore, auf die ich mich flüchten könnte. Das heißt, ich muss tatsächlich Skill beweisen, ja? Okay, komm ran. Ich hitte dich einmal, dann geht er wieder weg und dann kann ich seine Fächer auf ihn raufballern. Ja, das ist ja easy. Zack, geh wieder zurück. Hä, der ist viel einfacher als der erste. So, und tot. Taro kann ja gar nichts. Du bist stark, aber seine Technik ist die eines wahren Kriegers nicht gewachsen. Oh, er ist immer noch böse. Zweite Phase? Das ist deine letzte Chance aufzugeben. Ich lasse dich nicht zurück, denn ich bin ein Held. Los geht's. Oh nee, okay. Ich dachte, der wäre zu einfach gewesen. Klar, dass er... Wow, dass er dann eine zweite Form hat. Uiti! Aber ich weiß halt aber trotzdem, was er kann. Gut, dass ich keine Leben in der ersten Form verloren habe. Moment. Ja. Yo! Unfair, unfair. Erdbeben sind unfair. Nee. Nee! Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, was man machen soll. Erdbeben, Erdbeben. Angreifen. Mach doch bitte deine andere Fähigkeit. Einmal noch, einmal noch, einmal noch. Komm, das kriegen wir hin. Oh. Ich habe ihn getroffen, ne? Oh mein Gott, okay, das war knapp hier. Wieso hat er noch eine zweite Phase gehabt, der Blödmann? Bad Boy? Ja, ich freue mich, dass du zurück bist, Kumpel. Was ist passiert? Lord Wish, es ist passiert. Der böse Zauberer hat allen das Gehirn gewaschen. Lass mich dir wenigstens eine Technik zeigen, die nützlich sein wird. Neue Technik. Oh, kriege ich jetzt einen Sprintangriff? Drücke RB, um ein Slash Bash zu machen. Ja, geil. Ah, okay, das sind quasi meine AP. Heißt, ich kann nur dreimal die Sachen hier einsetzen. Und aus diesen Pflanzen kommen immer AP raus, damit ich dann wieder diese Bash-Attacke machen kann. Okay, ja, cool, cool, cool. Gefällt mir gut. Das kann man jetzt natürlich gut verbinden. Ich kann gerade die andere Fähigkeit nicht einsetzen. Aber mit dieser anderen Fähigkeit einfach. Das heißt, oh, vielleicht ist es dann doch ein bisschen anders als bei Mega Man, weil da musste man ja immer wechseln zwischen den Fähigkeiten, nicht? Und hier kann man vielleicht alles auf einmal benutzen. Was? Du wirst nach oben geschleudert mit was? Was hat er gesagt? Wenn ich Gegner hitte? Ah, ja, saucool. Gut gemacht. Ja, mega cool. Neue Fähigkeiten finde ich sowieso immer geil. Das ist in Spielen so toll. I love it. Gut, sollte aber lang für dieses kleine Let's Test. Jetzt habt ihr einen Einblick bekommen in dieses Spiel. Habt zwei Bosse gesehen. Habt gesehen, wie die Welten so in etwa aussehen werden. Und dass es halt immer wieder neue Fähigkeiten gibt. Ich kann mir vorstellen, dass ich das auf jeden Fall noch weiterspielen werde. Ich finde es auf jeden Fall cool. Die 15 Euro haben sich gelohnt. Gutes Spiel. Und ja, wenn ihr da mehr sehen wollt, dann lasst ein Like da und lasst auch einen Kommentar da, der genau das sagt. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.